So, YouTube. Hallo und herzlich willkommen zu Geotastic. Wir spielen heute wieder eine 30k Pinpoint Session. Das heißt, wir machen ganz gemütlich. Wenn sie 2 Stunden oder 3 Stunden dauert, dann ist das so. Aber wir wollen genau herausfinden, wo wir landen. Und wenn es im tiefsten Botswana, Bhutan oder irgendwas ist, dann geben wir uns die Mühe, das trotzdem herauszufinden. Wobei, ich muss sagen, wenn 3 2-Stunden-Session irgendwie da reinhauen und es bei der Hitze sehr warm wird, reagiere ich beim dritten Mal wahrscheinlich ein bisschen überschwänglich, so wie gestern bei Bhutan, und lasse dann 4 Pünktchen liegen, weil ich nicht die 100%ige Position auf dem Schirm habe. Andererseits hätte ich es wahrscheinlich gestern eh nicht herausgefunden im Bhutan, weil da irgendwelche Gebäude noch nicht standen. Und das eine Gebäude ist irgendwie versetzt worden, beziehungsweise ist der Laden umgezogen. Und dann habe ich natürlich da die falschen Schlüsse rausgezogen. Das war blöd. Ich hoffe, das passiert uns heute nicht. Dafür werden wir mal gucken, wo wir heute landen überhaupt. Ich bin gespannt. Vielleicht mal eine schöne Runde Chile oder Indonesien hatten wir sehr, sehr lange nicht mehr. Wir kommen jetzt oft Guatemala wieder raus. Mexiko finde ich fast am schwierigsten. Gerade so große Länder sind immer echt unangenehm. Ja, wobei Indien echt geht. Also ich muss sagen, in Indien kann man sich relativ gut orientieren. Man braucht im Durchschnitt zwar auch 20 Minuten, aber manchmal 5, manchmal 50. Aber es geht. Es fühlt sich nicht so an, als ob man nichts herausfindet, weil man genau weiß, wo die Informationen zu finden sind. Und deswegen landen wir jetzt wo? Kanada. Doch nicht. Hawthorne? Na, obwohl. Avenue? Sehen wir irgendeine Flagge? Hern Care Beauty Salon Diamond. Mhm. Steht irgendwas hier? Kennzeichen? Da können wir XGE. Aha. Kennzeichen nicht geblurrt. Sehr gute Arbeit gemacht, Google. Blurrt irgendwelche Straßenverkehrsschilder, aber nicht das Kennzeichen. KI, die funktioniert. Sieht schon. Also, so von den Bäumen her würde ich sagen, sind wir irgendwo hier in Montana oder Idaho vielleicht. Vielleicht Richtung Oregon oder so. So fühlt sich zumindest an. Diese riesigen Tannen. Sehr gerade Straßen, spricht aber eigentlich auch fast mehr für Amerika. Auch die riesigen Karren. Ah, da oben ist eine Autobahn. Das ist super. Planning Services. Kanada. Okay. Wir sind doch in Kanada. Ja. Wegen sie nicht ungewöhnlich. Und ein krasser Kreisverkehr. Ja, es war ein kleiner Hänger. Back to previous position. Die 1 nach Vancouver. Ah ja, naja, gut. Habe ich die Ecke ja immerhin halbwegs erkannt. Die 1 nach Vancouver. Die Frage ist, wo? McCallum Road. Ich würde gar nicht sagen, wir sind so weit weg davon, nicht? Ich würde fast sagen, wir sind irgendwo hier. Marshall Road? Ich hätte jetzt auch mal McCallum heißen können. Das wäre richtig krass gewesen. Was haben wir hier? South Fraser? Wie heißt du denn? Irgendwas MLT? Mount Lenith? Und Vancouver liegt Richtung Westen. Ja, passt auf jeden Fall. 1 würde hier passen. Oder wir sind wirklich hier drin. In einem der Vororte. Das kann natürlich auch sein. Vancouver ist gar nicht so groß. Das eigentliche Vancouver nicht. Das ist eigentlich immer. Vancouver ist, glaube ich, nur dieses kleine Ding. Und das andere sind hier Burnaby, Richmond,
Und ich glaube, das hier zählt noch zu South Vancouver oder so. Ja. Aber das ist trotzdem nicht. Man denkt so, das hier ist Vancouver, aber ist es ja gar nicht. Das sind ja irgendwie vier andere Städte noch. Das ist bei uns halt ein bisschen anders aufgetrennt. Oh Mann, ich will über die Brücke. Back to previous position. Einmal bitte rüber. Einmal über diese Brücke. Wir wollen nämlich von der anderen Seite gucken. Wo geht's da hin? Nach Hope? Hope. Gut, wo ist Hope? Wo geht die 1 lang? Mir geht sehr weit weg. Aber Hope, da ist Hope. Okay. Ja, dann können wir auch noch hier sein vielleicht. Welche Ausrichtung sind wir denn? Das wäre vielleicht noch interessant. Die Autobahn verläuft hier West-Ost. Das heißt, hier können wir nicht sein. Das heißt, wir können auf diesem kleinen Stück sein. McCallum Road. Ja, aber habe ich hier nicht von geguckt in Abbotsford? Okay. Dann sind wir hier und wir kamen aus dem Süden, also eher von dort, King Road. Bin ich auch der Meinung, gesehen zu haben. Und wir stehen Ecke Hawthorne und Highview, glaube ich. Wir gucken nochmal von der Seite. Hier kann man es gut lesen. Hawthorne, Highview. Eigentlich können wir ja dann nur hier rausgekommen sein irgendwie. Und sind dann irgendwie südlich hier rauf. Da unten gibt es keine Straßen. Und wir kommen direkt darauf. Ah ja, hier doch. Doch südlich. Hawthorne, Ecke, Highview. So, das heißt, nach Norden dürften wir keine Straße haben. Das ist korrekt. Und wo stehen wir ganz genau? Wir stehen so ein bisschen an dieser Einfahrt da. Finish. Finish. Volle 6000 Punkte, 2,22 Meter. Na super. Da stellt man sich mal korrekt hin und dann passt es trotzdem nicht. Erste Runde sieht doch gut aus. So, und jetzt kommt. Bangladesch. Oh nee. Wir sind wieder in Guatemala oder sowas. Oder Bhutan. Aha. Nee, für Bhutan ein bisschen zu wenig bewaldet. Was da oben? Landet da gerade SpaceX? Auf jeden Fall interessant. Aliens. Okay, nur ein Linsenfehler. Schade. Das wird jetzt lange dauern, was? Ich meine, krasse Region, krasser Bergkamm, nicht? Der sollte, glaube ich, von den anderen zu unterscheiden sein. Blöd nur, dass wir auf der anderen Seite sind. Kolumbien, Ecuador, Spanien. Warte, Sonne? Im Süden, also sind wir im Norden. Okay. Dann bin ich ja gerade wirklich hier oben in der Ecke um Lyon, da hier zwischen irgendwo. Wo es auch sehr amerikanisch aussieht. Alles. Naja, wir gucken mal, was die ersten... Okay, Griechenland? Das sah nach
kyrillisch aus, aber wir gucken. Schon starke Landschaft. Na komm. Lass mich um die Kurve fahren. Mann, komm, lass jetzt hier geradeaus. Ich frage mich, auf was das in der Programmierung ist. Drück nach vorne, setz ihn zurück. Drück nach vorne, setz ihn zurück. Das muss doch ein fetter, fetter Bug sein. Den die seit Jahren nicht behoben haben. Norwegen? Schweden? Finnland? Okay, gerade ist irgendwie alles noch auf der Palette drauf. Aber mit diesen alten Wasserläufen. Wahrscheinlich, wenn ich... Warte. Wir fahren nur 5 Minuten in die Richtung, dann speichere ich und dann fahren wir in die andere Richtung. Die kennen das Problem doch. Und wir wissen genau, dass auf der anderen Seite... dann wahrscheinlich gleich eine Karte ist mit genauem Standort und. Aber ich dachte, das ist ein Kartenhalter. Mal so Bunkeranlagen. Vielleicht geht da ein Tunnel durch und das sind die Rettungsstellen. So rein vom Feeling hat es auch ein bisschen was von Japan, Südkorea mit den Bäumen, nicht? So ein bisschen verträumt, aber insgesamt doch eher... ein bisschen arider. Es ist wirklich Griechenland. Wow. Okay. Dann ist es eine Stelle in Griechenland, in der ich noch nicht war. Griechenland war sonst immer einfach nur eine trockene Steppenwüste mit Sand, wo wir gelandet sind. Das war meistens auf den südlichen Halbinseln. Dann würde ich sagen, wir sind irgendwo in den nördlichen Bergen natürlich. Ich weiß nur, Griechenland war immer richtig scheiße, weil ich halt nichts lesen kann. Also wenn wir nicht eine große Straße finden, haben wir richtig Kacke am Dampfen. Aber trotzdem mit den kleinen Wegen oder so, oder auch, fühlt sich ein bisschen auch wie den Oberleitungen, wie nicht Singapur, Hongkong oder so im südlichen Teil da bei den Bergen an. Oder doch Südkorea oder hier Japan mit paar Reisfeldern. Aber selbst vom Bhutan hat es irgendwie was. Kokotux. Wir sind auf jeden Fall relativ hoch. Würde ich mal einfach so behaupten. Ich meine, da drüben sehe ich auch eine Straße, aber wir fahren jetzt noch über die nächsten Kuppel und wenn wir da nichts sehen, dann würde ich sagen, die 5 Minuten sind dann um. Dann drehen wir uns einmal um. Weil ich glaube, in die Richtung hier... Ah, da kommt ein Dorf. Okay, da würde ich noch hinfahren. Wobei ich nicht glaube, dass wir da was lesen können und es uns in irgendeiner Weise hilft. Aber es ist immer noch besser, als hier irgendwo auf der Straße aufzuhören. Vielleicht geht da ja die Hauptstraße über den Hügel, Bundesstraße ab oder Autobahnauffahrt. Und die haben hier oft an diesen Aussichtspunkten auch Karten gehabt. Gut, den Dorfnamen, den brauche ich nicht, nicht? Der hilft mir nicht wirklich weiter, selbst wenn ich ihn lesen würde.
Nee, aber hier geht leider nichts ab, wie es scheint. Aber da vorne ist vielleicht noch ein Aussichtspunkt. Schon, ich meine, da wohnen, ein Haus haben. Könnte das mir schlimmer vorstellen, oder? Die Aussicht. Gut, man kann aber nicht nach links und rechts weg, nicht? Also man kann wirklich jeden Tag die gleiche Straße entlang tingeln. Kukikowiki. Ja. Um irgendwo hinzukommen. Okay, noch die nächste Kurve. Ob wir da nochmal was sehen. Aber hier wird nichts kommen. Ich habe so ein bisschen Bedenken, dass in die andere Richtung auch nichts kommen wird. Ah, da ist zumindest ein Dorf. Jetzt fahren wir wieder Richtung Space X-Trümmer oder was da oben ist. Das ist wirklich nur auf der Kamera. Das ist irgendwo Dreck, der reflektiert, oder? Deswegen wirft er auch einen Schatten in die Linse rein. Muss ein richtig dickes, totes Insekt wahrscheinlich sein, was auf der Linse einfach prangert. Mhm. Okay, und Griechenland hat auch gelbe Warnzeichen. Muss man wissen. Vielleicht, weil die nicht so blenden in der Sonne? Oder historisch hatten die da eher gelb als Warnung oder so? Da gibt es ja manchmal die unterschiedlichsten Gründe, wobei es faszinierend ist, wie ähnlich alle Verkehrszeichen halt sind. Man gibt natürlich auch ein Konsortium und irgendwie 141 Länder gehören diesem an. Deswegen sind auch alle Verkehrszeichen, bis auf ein paar breitere Striche oder so, oft sehr, sehr gleich. Aber interessanterweise haben sich anscheinend, Sechsecke, Achtecke, wie das Stoppschild, als Warnzeichen und so am ehesten überall durchgesetzt. Ich glaube auch ganz unabhängig voneinander, was sehr faszinierend ist. Scheint ja dann irgendwo im Menschen verwurzelt zu sein, so eine Form als irgendwas zu erkennen, was eine große Erkennung auslöst. Okay, also sieht wirklich aus wie so ein kleiner japanischer Tempel, nicht? Mit so einem kleinen Bäumchen, so eine Art Bonsai-Dingern. Ist das eine öffentliche Toilette? Na gut, am Friedhof, im Nirgendwo, könnte sein sogar. Und überall Windräder, die verschandeln die Aussicht. Man kann gar nicht mehr die schönen Berge erkennen. Ich frage mich, wo die hier Internet haben, nicht? Also Handymasten sieht man hier gar nicht. Die müssen doch echt schlechteres Netz haben als in Deutschland. Gerade müsste man ja auf jeden Hügel und zwischen den höchsten Bäumen dann immer wieder einen neuen Mast haben. So wie es in Bayern der Fall war. Da hat es aber gut funktioniert. Also da scheinen die das richtig gut ausgemessen zu haben. Wir hatten zwei, dreimal so ein bisschen ruckeln und da hatte ich auch noch nicht alles so perfekt eingestellt wie jetzt. Darf man auch nicht vergessen. In welche Richtung ist es jetzt wahrscheinlicher, was zu finden? Die andere weiter oder hier? Ich würde fast fühlen hier. Wir fahren nach Norden.
Im Zweifel kommen wir hier an die Grenze. Je nachdem, wo wir sind. Und dann geht's einfach nur nicht mehr weiter oder sowas. Ich glaube, an den Landesgrenzen hören die nämlich immer kurz auf. Auch in Afrika, man kann zwar in den Zollpunkt oft reinfahren, aber dann nicht durchfahren. Wobei ich hier nicht weiß, ob wir zu einem überhaupt eine Grenze hätten. Aber auf jeden Fall über Aussichtspunkte. Boah, schon krass, wenn man so weit gucken kann. Also so ein bisschen fühlt es sich an. Okay, Spanien nicht, Griechenland. Hier gab es so einen Mann in den Bergen. Wo war der? Als ob wir hier sind. Und irgendwo war hier so ein Mann, wenn man genau hinguckt. Wo war der denn? Das ist schon Albanien. Nee, hier unten, warte mal. Bis wohin geht die Grenze? Oh, ich finde das Layout doof. Bis hierhin. Okay, wartet mal. Dann müssen wir hier irgendwo sein. Wo ist dieser Mann? Grenze geht hier hin. Das ist nämlich so eine Figur in den Bergen. Und wenn man hinguckt, die sieht aus wie ein Mann, der läuft. Ist so ein Tal. Ich muss gestehen, ich habe es auch nicht erkannt. Deswegen hatte ich damals echt Probleme, die Position zu bestimmen. Ich sehe ihn wieder nicht. Das war nämlich so eine richtige Furche. Wir müssen ja einen Bergkamm haben, wo wir links und rechts eine Straße haben. Die Frage, was ist da unten? Das sehen wir halt nicht. Also die obere Ecke hier würde ich schon sagen. Oder doch hier, Kavala. Hier gibt es aber wenig Straßen. Wir haben ja diesen einen krassen Bergkamm, der so eine Höhe hat. Das könnte sowas hier halt sein. Das haben die echt oft nicht. Ich dachte, daran erkennt man das ganz gut. Was wohin ist die Grenze? Wirklich bis hier. Dann geht's hier runter. Teilen die sich ein Straßensystem? Nee, okay, das ist immer so eine Kurve, wo die noch angezeigt werden. Okay, die haben ohne SH und Co. Vielleicht hier? Das ist die eine. Da ist ein Dorf. Da ist ein Dorf. Aethia. Dass wir hier so starten irgendwo. Wir sind bis zu dem Dorf gefahren. Dann waren wir eben in Aethia. Hier war der Friedhof. Und dass wir jetzt hier so lang fahren. Aber man sieht... Oh. Da dürfte ewig nichts kommen. Und wir hatten diese Abfahrt nach rechts nicht. Aber gut, erstmal haben wir keine bessere Ecke. Na, er lässt mich nicht weiterfahren. Oh, ist da eine Karte? Ist da eine Karte? Aber vielleicht ein Hinweis. Etux, Boyatom, Martin. Kent Pike.
Ja, gut. In welcher Zoom-Stufe wird das auftauchen, nicht? In der hier wahrscheinlich. Kahe Huate. Und selbst wenn ich jetzt rangehe, nicht, da kommen noch mehr. Und das geht bis hier rüben. Wir können auch genau hier vielleicht in so einer doofen Ecke stecken. Hier sind ja auch nochmal Gebirge, dass wir hier drin sind oder so. Oder doch vielleicht genau hier in der Mitte oder sowas. Weil ich das hier eher trockener erwarten würde, nicht wahr? Hatten wir nicht hier was mit Kawadaki? Kleidoopia, Kentikbe. Haben wir hier Berge? Nee, hätten wir nicht. Andivia. Ist ja auch zu flach hier. Aber das hier, das sieht doch gut aus wie dieser Berg, den wir sehen gegenüber. Vielleicht sind wir hier drin. Nee, also nur über Dorfnamen werde ich das nicht herausfinden. Man stehen hier irgendwo die Straßennummern. Ich habe es bisher zumindest nicht gesehen. Und ich dachte, das wird schnell. Jetzt sind wir schon 27 Minuten hier drin. In der ersten Runde. Oh nee. Ach Leute, was machen wir nur, wenn danach noch was kommt? Gut, das ist die zweite Runde, nicht? Die erste ging, aber Griechenland ist, würde ich sagen, mit meiner Nemesis. Weil man halt sehr lange fahren muss. Die haben sehr wenig große Straßen, sehr wenig große Städte. Und wenn man da irgendwo nirgendwo ist, man kann die Schrift nicht lesen, ist man so gut wie aufgeschmissen. Einmal habe ich den Tempel des Apollon gesucht. Weiß ich, wo der Tempel des Apollon liegt. Selbst mit Googlen hatte ich damals versucht. Die haben mir 30 Tempel des Apollon. Wenn man die Sprache einfach nicht eingeben kann, hilft das einem null. Bla bla bla, EU, blub. Eine Karte ranhängen. Eine Karte würde wirklich helfen. Da muss man zwar lange die Berge sich so angucken und die Täler. Aber es wäre nicht ganz unmöglich. Ich meine, die haben ja nicht mehr hier irgendwie großartig Restaurants oder irgendwas. Jetzt müssen wir uns entscheiden. Anepia. Wo hatte ich uns hingesetzt? Hier, wie hieß es da? Aetia. Und da ist es aber Aentpia. Da fehlt ein Buchstabe, okay. Vielleicht ist das auch dieser Bergkamm, den wir sehen, und wir sind hier irgendwo. Da liegen auf jeden Fall drei. Da liegt nur eins. Okay, also ich speichere den Ort erstmal nochmal ab. Das ist auf jeden Fall gut. Wir fahren mal hier weg von den Bergen. Vielleicht gibt es hinter der Bergkuppe was, was uns mehr hilft.
Wäre schon hilfreich, wenn wir mehr oder sowas sehen würden. Dann könnte ich wenigstens sagen, oh, das liegt nördlich in Tipe. Ich könnte auch alle Bezirke abgehen, aber die kenne ich noch weniger als in den südamerikanischen Ländern. Man landet halt super schnell in Südamerika und guckt dann die Länder drumherum ab, aber hier europäische Länder erkennt man dann doch schneller, sodass man wenig die daneben anguckt. Nicht? Also wenn ich weiß, ich bin in Italien, gucke ich mir Griechenland nicht an. Wenn ich aber in Ecuador bin, gucke ich auch nach Bolivien, weil ich vielleicht nicht weiß, dass ich da bin. Oder nach Kolumbien oder nach Peru. Aber es ist ja heiß, wir müssen mehr trinken. Prost. Wobei kaltes Trinken gar nicht gut ist, weil dadurch der Körper mehr Wärme erzeugt, weil er innen drin zu kalt hat. Und dann schwitzt man eigentlich noch mehr. Oh Mann. Boah, wie hoch wir. Wir müssen doch auf dem Olymp fast sein. Wir schweben ja über alles. Ich meine, wir sind über der Wolkengrenze. Wir sind in den Wolken. Es können doch gar nicht so viele Berge in Griechenland sein, die so hoch gehen, oder? Es können doch nur die hier sein. So eine Berge halt. Ah, nee, Pia bräuchten wir nicht. Ja. Ah, schade. Ich glaube, die haben doch sehr viele hohe Berge, nicht? Gerade so die Spitzen. Und das ist doch eine gute Entscheidung gewesen, glaube ich. Das sieht zumindest aus wie eine Straße, in der es Informationen geben könnte dann irgendwann. Hier ist die Frage jetzt nach Norden. Ja, oder? Bisschen von diesem Berg weg. Oder wir fahren oben drauf. Vielleicht steht da ja aber mehr Touristensachen. Höchster Berg Griechenland auf der A53. Eventuell sehe ich auch irgendwelche Seitensteine, aber dadurch, dass die Straße neu gemacht ist, fehlen, glaube ich, auch viele Sachen noch. Die vielleicht nach und nach erst aufgestellt werden, wie Kilometerzeichen. Man macht es den Regierungen auch einfacher, nicht? Man braucht gar keine Straßennummerierung, gar kein System, weil eh keiner weiß, welche Straße das ist, auf der man fährt. Eigentlich schon recht praktisch. Spart Geld, man muss nichts ausweisen. So sparen sie 75 Milliarden Euro im Jahr. Okay, wir sind so hoch, dass sie sogar Schneeketten anlegen sollen. Pass. Also hier könnte theoretisch auch mal Schnee liegen. Jetzt fahren wir ja wieder runter auf der anderen Seite. Hier wird es wieder trockener gefühlt.
Oder es ist eine andere Jahreszeit auf einmal. Das kann natürlich auch sein. Die Bilder springen ja manchmal. Also bei 50 Minuten hätte ich gerne schon dann herausgefunden, wo wir sind. Aber ich glaube. Ich glaube, das wird ganz schwierig. Die genaue Position sollte dann, wenn ich mich nicht wieder vergucke, eigentlich sicher sein. Dafür ist es zu markant. Aber erstmal herauszufinden, welcher Teil das hier wirklich ist. Oh, hier ist da was Größeres. Wir haben hier irgendwas stehen. Aber auch hier keine Aussichtspunkte und sowas. Wo meine Karte hängt. Nanzoxayo. Sinioe. Okay, kann man aber eh nicht lang. Hier ist eine Karte. Aber die ist so klein, glaube ich. Und zu weit weg. Ah, schwierig. Darauf kann man nicht wirklich was erkennen. Da könnte doch mit Edding was schwarz draufgemalt sein. Nee, die ist es noch nicht. Okay, wir müssen aufpassen. Keine Ahnung, was die da machen. Wasser runterfließen lassen oder so. Ich meine, schön sieht's aus. Aber so, ich meine, ich frage mich auch, wo gehen die alle einkaufen? Fahren die alle echt 100 Kilometer, um Nahrung einzukaufen? Jeden zweiten Tag? So unwirtschaftlich. Ich meine, Supermärkte wurden doch dafür erfunden, das Essen zu den Leuten zu bringen. Oder haben die alle irgendwo so einen kleinen Dorf-Einkauf-Dings, wo Milch irgendwie 8000 Euro kostet? So fühlt es sich hier fast an. Wo sind wir hier? Oder auch manchmal eine Kilometerangabe würde helfen, nicht? Wenn ich weiß, KW XWPA ist 1000 Kilometer entfernt, dann wäre das nochmal eine andere Aussage. Schwierig. Schwierig. Runter ins Dorf. Aber werden wir da was lesen können? Ich gehe nicht von aus. X-Wipper. Wie heißen denn die Bezirke hier so? Haben gar keinen Namen. Das ist gut. Die grenzen sie ab, aber Namen haben sie nicht. Das ist schön. Das hilft natürlich sehr bei der Suche. Ich dachte, vielleicht gibt es so eine Ecke, die XPA, XWPA heißt oder so. Ja, haben keinen Namen hier. Hier ist PI. Ich würde schon sagen, in einer dieser Regionen sind, wo halt wenig los ist dann. Und theoretisch sind wir ja gerade über, sind wir so rumgefahren
Und dann über so einen Pass nach oben. Ich vermute schon, dass wir jetzt auf einer größeren Straße sind. Ich meine, der Name mit A ist relativ lang. Ich weiß nicht, ob der gut ins Auge fallen könnte. Ich frage jetzt ja, wie groß ist der? Oh Mann. Ups. Da wollte ich gar nicht hinklicken. Was ist hier oben? Ihr Kaka Nwa. Okay, das passt hier doch zu unserem. Wenn man jetzt wüsste, ob das vielleicht so ein Dialekt ist, der nur an einer bestimmten Stelle gesprochen wird. Mehr haben wir auch noch nicht gesehen. Also wir müssen schon echt tief im Inland sein. Was haben wir hier? Da haben wir zumindest ein Vieta. Aber gibt kein ähnliches in der Nähe, oder? Das ist schon krasse Übereinstimmung. Aber wahrscheinlich heißt Vieta hochgelegenes Dorf oder sowas. Das XWPA heißt wahrscheinlich Aue oder sowas. Das könnte auch. Hier fahren die Straßen noch parallel. Dass wir hier irgendwo doof an der Grenze sind und ich da nicht hingucke. Hallo? Ich weiß auch nicht, ob sie dieses AVW dann hinten ranschreiben wirklich. Oder ob da nur AVW und KW steht. Das ist wahrscheinlich Ober- und Unter-XWPA. Die Wärme treibt auf jeden Fall die Müdigkeit raus. Ich finde, das macht es noch viel schwieriger hier herauszufinden, wo wir sind. Wenn wir wenigstens den Namen von dem Berg wüssten vielleicht. Wo jetzt hin? Runter? Oder nach hinten weiter?
Ich fahre hier lang. Ich hoffe, die nächsten Runden werden ein bisschen einfacher. Sind alles Längen, die man durchaus auch rausschneiden müsste, nicht? Aus so einem Video machen ja viele. Das sieht dann aus, als ob die es in Sekunden herausfinden, wenn sie es gut schneiden. Aber hier ist halt die wahre Realität, nicht? Hm. Aussichtspunkte ohne Hinweise. Doofe, nicht vordefinierte Startpunkte, das höchste Haus am Dorf. Und hier stelle ich mit dem Rad rauf und runter, das wäre auch was. Ah, Hallöchen. Mein Menschen. Man sieht halt auch keine anderen Hinweise in der Ferne, in denen man sich irgendwie orientieren könnte, außer Berge. Aber die Berge sind alle zu gleichmäßig. In der Atacama-Wüste, da hatten wir diesen einen Vulkan, da konnte man sich dran orientieren. Oder einfach zwei große Berge links. Die hier sind alle so gleichmäßig. Man kann halt schwer durch die ganzen Kurven auch klar erkennen, wie die zueinander aufgebaut sind, die Berge. Also ohne eine visuelle Karte. Würde ich sagen, kommen wir hier auch nicht großartig weiter. Wir müssen echt bis zur nächsten Großstadt fahren, glaube ich. Und dann den Weg zurück finden. Das ist eigentlich jetzt schon quasi unmöglich, nicht wahr? Ich glaube, wir sind aber wieder auf so einer kleinen Pupstraße gelandet. Das ist falsch. Aber wir fahren nochmal jetzt um die Kurve. Ja, da kommt nichts. Da kommt einfach nichts. Wir gehen mal zu dem Startpunkt hier zurück. Dann gehen wir mal nach Süden. Vielleicht sehen wir da ja was. Hallo, Properio. Und willkommen in der Hitzewelle. Wirst du beim Event mitmachen? Ich weiß von keinem Event, aber vermutlich nicht. Ich bin nicht so der Event-Typ. Ich finde ja nicht mal, wo ich in Griechenland bin. Okay, ich glaube, die Straße an sich, ich glaube, die ist einfach nur neu gemacht. Die ist aber auch nicht viel größer als unsere. Das ist ja blöd. Und wir sehen aber echt auch in die Richtung kein Meer. Also nach Norden, Süden, Osten, Westen kein Meer. Wir sind mittendrin. Boah, ja, das ist der blödeste Startpunkt, den man in der zweiten Runde haben kann. Immerhin sind wir schon in der zweiten Runde, aber
Wir sind mitten im Deadland, im Nirgendwo. Hier wird nichts kommen. Wir werden immer nur über die Berge hoch und runter fahren. Und das über hunderte Kilometer. Vor allem kommt man ja auch nicht wirklich voran. Man dreht sich ja immer nur. Wenn irgendwie das Meer in die eine Richtung wäre. Oder das ist halt das Gute an Südamerika, da kommt man halt auch irgendwann mal bei so einer Strecke an ein großes Dorf, wo was dran steht. Aber hier, das verteilt sich halt über alle Berghänge und das ist dann ein Dorf. Und dann hat es irgendwie 300 Einwohner. Das taucht halt auch kaum auf der Karte auf. Das ist echt mies. Ganz klar Paris. Ah, obwohl, ich gestehe, in Paris kann man sich wahrscheinlich noch schlechter orientieren. Dann doch lieber Griechenland. Okay, ich drück mal den Auto-Vorwärtsmodus und sage erstmal Prost nochmal. Es ist nämlich warm. Oh Mann. Also in alle Richtungen haben wir das gleiche Bild. Ist da mehr? Beim Meer gibt es halt die ganzen Städte und auch größere und auch Häfen, nicht? Da steht dann eher dran. Wow, mein anderes Auto. Ist halt auch nicht so eine touristische Gegend. Deswegen gibt es hier auch sehr wenig Zusatzinformationen, dass man an denen irgendwas herausfinden könnte. Ich meine, wenn ich allein weiß, in welcher Ecke ich dann bin, dann weiß ich ja, in welchem Dorf ich bin. Dann ist es gar nicht mehr so schwer. Ja, dann kann ich in der Ecke einfach ranzoomen, nicht? Und dann sehe ich das Dorf und dann weiß ich, drei Ecken weiter sind wir. Sieht schon sassy aus, aber da unten ist auch gar nichts. Das ist einfach nur ein Tal. Auch interessant, wie sich sowas bildet, nicht wahr? Oh, wir konnten überspringen, aber in welche Richtung muss ich jetzt? Das ist schlecht. Überspringen ist zwar gut. Wahrscheinlich hätte ich in die andere Richtung weiterfahren können. Aber vielleicht übersehe ich dann hier einen der Hinweise. Sag mal, von wo kommt denn die Straße? Und ich kann es halt null lesen. Ea Toi. Lolos. Oh, hier sind aber mal Kilometerdinger dran. Das ist nicht schlecht. Das ist doch wohl das Beste, was wir kriegen. Das speichere ich mir mal ab. Also, dieses Aneviota ist 16 weg und das WPA ist 14 weg. Ah, das ist ein anderes WPA oder ist es das gleiche? Okay, wir kommen in beide Routen in den gleichen Ort. Aive wie XWPA und Aive oder Arsa XWPA, nicht? AVW? Okay, wird auch AVW sein. Ja. Das heißt, das hier ist ein Rundkurs schon mal. Wobei mich das nicht wundern würde, hier ist alles ein Rundkurs. Und das überall. Um jeden Berg herum. Der Berg ist recht hoch.
Das ist ein hohes Gebirge. Hier ist ein hohes Gebirge. Hier sind noch viele Täler. Das ist das andere. Auch das andere. Okay, also man kommt. Deswegen, ich bin im Kreis gefahren. Vorhin. Alles klar. Weil in alle Richtungen die gleichen Orte liegen. Spannend. Ich meine, das kann auch die Ecke hier sein. Das könnte dieser Bergkamm sein, den wir sehen. Ich glaube, das ist hier fast zu flach. Hier hat man nämlich auch so eine Runddinger die ganze Zeit. Was ist das? Das ist es. Das ist es. Das ist es. Kativa VBA. Wir haben's. Mein Gott. Da ist dieses AVW. Und da standen wir an der Kreuzung hier irgendwo. Wahrscheinlich hier Eal Tuyuyu und wir sind in irgendwas mit Atatan. Anvita. Atan wie. Okay, aber jetzt wissen wir sind in dieser Ecke, jetzt können wir zurückgehen. Oh Mann. So, und das erste Dorf war da hinten um die Kurve rum. Mein Gott. Und wo war es jetzt? Viel weiter südlich, als ich gedacht habe. Ich habe hier halt die ganze Zeit gesucht. In den Hochgebirgen. Weil, na klar, halb Griechenland ist ein hohes Gebirge. Glück gehabt, dass ich in der Zoom-Stufe einfach da gerade geguckt habe. Sonst hätte ich es nicht gesehen. So. Anjoniapa oder sowas. Irgendwas mit Pia. Wo bist du, Pia? Pia, du warst nie für mich da. Da ist sie. Da ist die Anopia. Und... da ist der Friedhof gewesen, nicht wahr? Hier wahrscheinlich. Park. Okay, das heißt, wir sind das Ding bis hier unten gefahren. Bis zu dem Dorf, glaube ich. Und hier bis hier drüben wahrscheinlich oder so. Aber wo ist denn die Straße, die wir eben genommen haben? Aber wir sind ja durch... das durch. Haben wir die Straße haben wir genommen. Hier bei dem Ding. Und dann sind wir hier nach Süden. Das heißt, wir sind hier irgendwo gerade. Ah, also doch mehr im Süden. Alles klar, dann hatte das Gefühl dahinter den Bergen, dass da was kommt. Nicht mehr was zu tun. Und dann sind wir hier hin. Oder so. Weil ich bin die ganze Zeit so Zacken gefahren. Aber wäre ich gerade auswärts zum Damm gekommen. Na, klasse. Okay, also wir stehen genau zum Eingang von dem Dorf, wo auch immer der Eingang ist. So, und hier kommt eine harte Kurve nach Norden. Dann nach Nordosten. Und dann nach Süden. Und dann nach Südwesten. Es kann schon das hier irgendwie sein. Aber wir fahren ja nach Norden eine Kurve und dann kommt eine nach Süden. Erst Südosten und dann Südwesten. Warte mal, wir fahren Richtung Dorf nach Nordwesten.
Das heißt, wir kommen so auf das Dorf zu. Das heißt, wir sind auf der Seite. Aha. Aha, okay, dann sind wir hier runter vorhin gegurkt. Aber warte mal, wenn wir jetzt durch das Dorf, dann wo ist denn dann die andere Straße, die wir genommen haben? Das macht keinen Sinn. Bei dem Dorf oder in dem anderen Dorf gab es ja die Abfahrt, die wir genommen haben. Andersrum macht das mehr Sinn. Also es liegt westlich. Dann können wir doch nur hier sein. Und wenn wir... Hier ist auf jeden Fall so eine Abfahrt. Die dürften wir sehen. Das Dorf liegt bei uns genau westlich hinterm Hügelhang. So. Das heißt, wir sehen die Häuser hier. Wahrscheinlich sind die Häuser eher hier. Aber welchen Hang haben wir denn da im Weg? Und den müssen wir auch einmal rumfahren. Dann kommen wir erst zum Dorf. Wahrscheinlich ist es der Hang, der wirklich im Weg uns ist, unser eigener. Dann sind wir hier gerade, nicht? Südosten, nee, der geht nach Norden weg. Südosten. Nach da müsste die Straße weggehen. Das macht gar keinen Sinn! Hä, hey, sag mal, wie kann das denn Südosten, Osten? Also hier unten können wir nicht sein. Osten und Süden. So muss die hier weggehen. Ich glaube, die ist einfach nicht eingezeichnet. Da sind wir schon nämlich im Dorf. Die einzige Südoststraße wäre die hier. Das sind keine richtigen Straßen und das ist schon das Dorf. Eigentlich würde ich ja sagen, wir müssen hier drüben gerade sein, wirklich, um das Dorf zu sehen. Aber dann würde der Hang keinen Sinn machen. Oder das ist der Hang, der uns im Weg ist, unser eigener. Aber so weit weg sind wir gar nicht davon. Ich würde eher sagen, das ist im Weg, nicht? Und wir sind hier irgendwie. Es gibt trotzdem keine Straße, die nach Südosten weggeht. Warum nur? Wer von euch hat mir diesen Punkt heute eingegeben? Aber ihr wisst, was ich mache. Ihr wisst, was passiert. Wer es nicht weiß, war noch nicht oft hier und wird es erleben. Unser Power-Tool. Norden, Osten, Süden, Westen, nicht? Das machen wir uns hier wunderbar auf. Wir sind ja Profis. Da haben wir hier einen wunderschönen Kompass. Dann gehen wir jetzt zum Start zurück. Und der Start ist auf jeden Fall nach Norden ausgerichtet. Und dann machen wir eine Kurve Richtung Nordwesten. So. Okay. Eine Kurve Richtung Nordwesten. Ja. Dann kommt eine Kurve Richtung Norden eher. Und da geht eine Straße ab nach Nordosten. Und die geht so. Und unsere geht nach Nordwesten weiter und dreht sich
Gebiss nach Westen eigentlich. So. Dann geht sie nach Südwesten. Bis sie sich nach Westen wieder beugt. So. Nach Süden. Und wieder nach Südwesten. So. Dann an der Stelle, wo es südwestlich geht, also hier, geht eine Straße nach Südwesten, nach Westen eher weg. So. Von der sehen wir aber auch nicht mehr. Oh, die Straße geht eine ganze Weile weiter. Macht dann einen Schlenker nach Südwesten. Also eher wieder nach da, um gleich wieder zurückzukommen. Also eher sowas, nicht? Und dann geht sie wieder nach Westen und wieder nach Süden. Was macht sie jetzt? So, vielleicht. Und dann geht's nach Südwesten. Und hier ist das Dorf. Wunderhübsch, oder? Wenn wir uns jetzt die Karte angucken, dann ist das hier die Stelle auf der Karte. Das ist die Stelle. So, und das ist der eine Block, das ist der Linksding, das ist das, dann stehen wir hier. Auf dem da, da stehen wir. Da geht's hoch rum. Dann gerade, den hier habe ich ein bisschen zu hart eingezeichnet. Dann geht zurück. Und da geht die Straße ab. So, das können wir nochmal gegenchecken. Da ist die hier nämlich nicht mit drin. Ja, wow. So muss es sein. Und zwar müssten wir jetzt noch die Straße nach Süden, Südwesten hier abgehen sehen. Irgendwo. Also wir fahren jetzt nach Osten. Das ist schon hier. Das heißt, wir müssten eigentlich direkt an unserem Startpunkt in der Kurve eine Straße haben. Ah, die gibt's nicht mehr. Dafür gibt's die andere. Das ist schon sehr merkwürdig. Aber mir fällt nichts Besseres ein. Ich würde sagen, einloggen. Hä? Habe ich mich verklickt? Warte mal. Eine Kurve dahinter? War der Startpunkt nicht hier? Zwei Punkte verloren. Das läuft nicht so gut bei mir. Also wenn ich mir das nochmal angucke, habe ich irgendeine Kurve ausgelassen, weil das wäre doch jetzt hier eigentlich. Da passt doch schon wieder was mit dem Startpunkten nicht. Aber laut Google schon. Wir fahren nochmal. Also, wir fahren nach Norden. Dann geht die nach rüber. Das war das hier. Jetzt wären wir hier auf meiner Zeichnung. Hä? Habe ich zweimal das gleiche gezeichnet? Nee. Ah, war ich vielleicht nicht am Startpunkt? Oh, das kann sein. Ich war vielleicht nicht am Startpunkt. Oh, oh.
Ja gut, das kann ja mal passieren, wenn man nicht vom Startpunkt aus startet. Dann habe ich von hier gestartet. Nicht? Stimmt, ich habe die Straße gesucht und bin nach Süden gefahren. Ja, da, gut, da kann ja die Zeichnung noch so gut sein. Wenn man das vergisst, dann ist... ihr habt nichts gesehen. Das sind nicht die Druiden, die ihr sucht. Ja gut, 2 Punkte liegen gelassen. Aber krass, wie weit wir gefahren sind. Einmal im Kreis. Deswegen tauchen auch immer ständig die gleichen Städtenamen auf. Und hier bin ich rausgekommen, aber wir sind nirgendwo hingekommen, wo es irgendwo Informationen gegeben hätte. Also ohne dieses Achiawawuchu oder wie es hier hieß, dieses hier, hätte ich es jetzt auch nicht gefunden. Und es war echt nur Glück, dass ich rangezoomt habe an die Stelle da. Dafür ist es noch gut gelaufen. Trotzdem ärgerlich, 200 Meter. Ja, weil ich die Straße gesucht hatte. Deswegen war die eben doch nicht da. Aber andererseits ist die andere Straße auch nicht da gewesen, die nach Südwesten hier wegging. Südosten. Die hier abgeht, nicht? Hier müsste ja eine Straße eigentlich in die Richtung abgehen, die wahrscheinlich auf die rauf führt. Wahrscheinlich hat er sich hier so einen Weg noch gemacht, dass er nicht immer hier rumfahren muss. Naja. 30.000 Punkte, schon nicht mehr zu erreichen. Ich würde sagen, die anderen Sachen machen wir in der nächsten Folge.